Heute geht es um meine Lieblingsjacke bezüglich Winter bzw. Regen, Winter. ECWCS, ein wunderschönes Akronym, steht für Extended Cold Weather Clothing System, ist ein Konzept von der US-Armee bezüglich verschiedensten Layern. Die meisten haben es wahrscheinlich eh schon gehört oder kennen das. Es geht um mehrere Lagen von Gewand. Zur kurzen Beschreibung, es sind 7 Layers, also 7 Schichten. Die erste ist Unterwäsche, also lange Unterwäsche. Die zweite ist ein bisschen mehr gefütterte Unterwäsche. Die dritte ist dann mehr so Vlies, also Vliesjacken oder gefüttertes. Dann kommt die erste, die dann schon mit Tarnfarben meistens gezeichnet ist, Softshelljacke und Softshellhose, die Wind aber nicht wasserdicht sind. Dann kommt noch so was Ähnliches, das ein bisschen besser wasserfest ist, aber auch noch nicht wasserdicht. Und dann die sechste Schicht, das ist dann die hier, die ist aus Gore-Tex, die ist absolut wasserdicht, absolut winddicht. Und dann kommt noch die 7. Schicht, die ist bekannt als die Marshmallow- oder Michelin-Männchen-Schicht. Das ist dann eigentlich nur mehr, nicht zum Bewegen, aber sowas wie ein tragbarer Schlafsack. Das ist dann eigentlich nur mehr, wenn man stationär ist. Ziemlich dick gefüttertes Außending. Dieses gute Stück hier ist jetzt seit ein paar Jahren in meinem Besitz und ich liebe sie. Die ist normalerweise heute von Gore-Tex überhaupt nichts, weil meine ersten Erfahrungen, die sind 10 Jahre circa her, waren weder wasserdicht noch wirklich angenehm vom Klima her zu tragen, und habe eigentlich gar nichts in Gore-Tex, außer die Jacke da jetzt, und auf die kann ich schwören, die ist der Hammer. Diese Variante ist die ECWCS erste Generation, also der allererste. Leicht zu erkennen jetzt einmal in Form von, also im Vergleich zu Second Generation, hast du hier die Taschen, die sind schräg mit Klett. Normalerweise mag ich bei solchen Sachen Klett nicht so gern, aber das hält gut, das ist ein gutes Klett. Da hat man so einen Druckknopf, mit dem man es zumachen kann, was ich eigentlich nie mache, weil ich meistens die Handy in der Hosentasche, in der Tasche habe. Dann haben wir hier dasselbe bei den Ärmeln, da haben wir auch Klett. Ein wirklich guter Klett, also kann man gar nichts sagen. Dann haben wir hier Cordura-Einsatz zur Verstärkung für die Ellbogen. Diese Leiste da ist meiner Meinung nach genial gelöst. Die neueren Varianten haben da, glaube ich, Klett statt die Druckknöpfe, aber das, ja. Da haben wir einen YKK, also einen YKK-Zipper, der extrem leichtläufig ist und extrem gut ist. Was man bei den Jacken lustig findet am Anfang, ist, dass die Amerikaner haben das irgendwie andersrum. Also normalerweise ist der Schlitten vom Reißverschluss auf der Seite bei uns, also zumindest bei uns in Österreich. Keine Ahnung, ob es in Europa generell so ist, aber es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man die andere Hand braucht zum Einfädeln. Da haben wir für ein Anabzeichen so ein Flap-Dingsbums. Hält gut. Ja, der Zipverschluss mit. Ups. Was ich sehr gern mag und extrem geil finde, ist, dass ich zugenommen habe. Nein. dass man das doppelt verdecken kann, den Zipverschluss. Und das macht es wirklich richtig angenehm und winddicht. Der Kragen geht bis oben zu, verzeiht mir, dass ich das jetzt nicht zeigen kann, geht bis übers Kinn. Die Kapuze
Man hat hier so einen Schirm drinnen eingebaut. Der habe ich ehrlich gesagt noch nie wirklich gebraucht, weil ich meistens ein Kapperl drunter anhabe. Aber wenn man es brauchen kann, ist es sehr praktisch, kann man aber auch nach innen verstauen. Diese Leiste da ist dafür gedacht, da gibt es zum Draufmachen mit eben diesen Druckknöpfen so eine Stoffleiste mit falschem Pelz. Das ist dann so ein weißer Pelz, der da so rundherum geht. Habt ihr sicher schon mal gesehen. Was kann man noch sagen? Ah ja, was ich sehr lieb gewonnen habe und wertschätze und nicht weg haben möchte bei solchen Jacken, ist Unterarmbelüftung. Die ist meiner Meinung nach essentiell. Das braucht es auf jeden Fall. Das belüftet gut, hat kann jetzt kein extra Stoff eingenäht oder also so ein Netzstoff oder sowas. Das, man kann da durchgreifen. Meiner Meinung nach ein Muss bei solchen Jacken. Da hat man zum Festziehen Kordelzug, damit die Kapuze schön durchzugeht, zum Festmachen. Kleiner Nachteil, den man aber leicht beheben kann, ist, wenn man die Jacke auf hat, dass der Kragen da vor der Kapuze rüber hängt. Also, ich weiß nicht, ob man das so richtig ins Bild kriegt da, aber das, wenn man die Kapuze auf hat, manchmal so hängt, dass es da reinregnen könnte, ist noch nie passiert, aber, also mir noch nie passiert, aber das kann man bewerkstelligen, indem man sich da Druckknöpfe zulegt, um die zwei Sachen hier zuzuklipsen und dann ist das überhaupt kein Problem. Übrigens, die Jacke habe ich schon im strömenden Regen 2 Stunden lang durchgehend angehabt und da ist null durchgegangen. Null. Also wenn Gore-Tex immer so wäre, wäre ich anders begeistert von dem Zeugs. Was den Tragekomfort wie soll ich sagen, das Feeling beim Anziehen angeht, es ist ein sehr lauter Stoff. Es ist auch relativ, naja, steif kann man jetzt auch nicht sagen, die Kapuze wirkt steif. Also, aber das ist meistens bei solchen Jacken der Fall, dass wenn ihr da drinnen den Kopf bewegt, bewegt sich die Mütze, also die Kapuze nicht mit. Und man schaut dann da noch drinnen, aber das ist meiner Meinung nach normal bei solchen Jacken. So, die Jacke ist jetzt von innen nach außen. Die erste Generation, ab der zweiten gibt es das nicht mehr, da ist die Gore-Tex-Jacke direkt, so wie da. Die hat nur so ein Futter, so dünnes, sehr angenehmes. Was die andere also die zweite Generation auch hat, weiß ich noch, ist diese Schürze da, die ich am Anfang für total unnötig gehalten habe, aber die ist einfach genial. Die verhindert, dass dir da der Wind unter die Jacke kommt. Das kannst du einfach zuknöpfen, schließt so richtig schön da ab und ist einfach genial. Also da kommt dann wirklich auch von unten keine Luft rein. Das Futter da drinnen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig beim Aufsetzen, wenn man die Jacke aufsetzt. Es wirkt ein bisschen komisch, weil es so ein bisschen enger geschnitten ist als die eigentliche Kapuze und es wirkt ein bisschen komisch, aber man gewöhnt sich schnell dran und es ist dann überhaupt kein Ding. Dass es hier offen ist, habe ich am Anfang ein bisschen komisch gefunden, aber eigentlich ist es total praktisch, weil man kann da irgendwelche Schale oder Handschuhe oder je nachdem, was einem halt, meinetwegen eine Karte oder was weiß ich was, Buch, irgendwas reingeben. Was gibt es noch zum sagen? Innentaschen hat es keine, leider, finde ich ein bisschen schade. Hätte mir gewünscht, dass es irgendwo hier eine Innentasche gäbe oder im Brustbereich. Allerdings, und das ist jetzt, dass das Ganze wieder ein bisschen ausgleicht, was viele nicht wissen bei der Jacke, selbst die, was sie schon sehr lange im Besitz haben, wissen manche das da noch nicht, dass diese hat nicht nur diese 2 Taschen für die Hände, sondern die hat auch hier mit Klettverschluss versteckte Napoleon-Taschen, die ziemlich weit bis hier und bis hier gehen.
und auch bis ganz nach hinten. Also die deckt dieses ganze Stück hier, deckt das ab. Und das beidseitig. Und der Vorteil bei diesen Taschen ist, du musst nicht den Zipverschluss aufmachen. Du musst natürlich die Klappe aufmachen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Du musst den Zipverschluss nicht aufmachen für diese Tasche. Was sie auch hat, ist eine Außentasche am linken Oberarm. Hoppala. Ja, auf irgendeiner Geschichte, keine Ahnung. Ja, was man auch dazu sagen muss, ist beim... die zum Beispiel ist jetzt der XL Regular, also normal geschnitten, nicht kurz oder lang, sondern einfach regulär XL. Ist aber, wenn man sie jetzt mit normalen Jacken vergleichen würde, wahrscheinlich 3 oder 4 X groß. Was nämlich viele nicht verstehen bei diesem ECWCS-System ist, die haben das so eingeführt, dass wenn du jetzt als Nutzer die Größe XL hast, dann passt dir die Unterwäsche und in diesem System ist XL dann so geschnitten, dass diese XL-Jacke für einen Träger, der XL normalerweise hat, mit allen Layers, die drunter sind, passend ist. Soll heißen, die ist größer geschnitten. Ich trage sie so, dass ich meistens eine Fleecejacke drunter habe und ein T-Shirt. Reicht in den meisten Fällen, wenn man sie bewegt damit, wenn man nur herumsitzt, braucht man drunter mehr. Ja, viel mehr gibt es jetzt auch nicht mehr zum sagen über die Jacke. Außer, dass ich sie extrem lieb gewonnen habe. Und ich habe sie noch nie beim Feuermachen benutzt, wird da wahrscheinlich durch Funkenflug Löcher reinbrennen. Dafür ist sie mir zu schade. Allerdings für im Wald herumstreunen oder sowas. Du kannst damit durchs Gebüsch stravanzen und das macht überhaupt nichts. Also dieses Ding ist phänomenal stabil und hält einiges aus. Da haben wir noch das Label. Ich hoffe, das kann man gut lesen. Mit einem Schlaufe für Kleiderhaken. Ich habe mir jetzt dann noch eine zweite Jacke bestellt. Generation 2. Die zeichnet sich dadurch aus, dass sie dann eben nicht mehr dieses Innenfutter hat. Und die Armtaschen nicht mehr so schräg sind, sondern eher gerade geschnitten, aber dafür dann hinten nur so ein Einschub, die dann gerade geschnitten sind und von hinten so einen Einschub haben für die Hände. Mal schauen, wie sie dann ist. Mit der habe ich eben schon jahrelange Erfahrung, da kann ich auch sagen, wie sie ist. Und ja, mehr fällt mir jetzt gar nicht ein. Hast du irgendwie eine Frage zu der Jacke oder hast du die selber? Hätte gerne auch ein bisschen Erfahrungsbericht. Bitte in die Kommentare schreiben. Ansonsten freut es mich, dass du dabei warst. Danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.